Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1, unserem großen Account, mit dem wir aktuell die große Arena-Meisterschaft spielen. Wir haben nur noch einen Tag und 6 Stunden Zeit, beziehungsweise nur noch 6 Stunden. Dann endet unsere letzte Angriffsphase für Runde 3 und dann wird sich zeigen, ob wir es schaffen, in Kyber 3 oder in Kyber 4 abzuschließen, denn wir sind 2 Punkte vom nächsten Bereich entfernt. Und ich würde sagen, wie unser Gegner aussieht, und ob wir es schaffen werden, hier mit Kyber 3 abzuschließen, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, los geht's! Also, wir haben hier einen Gegner, der ist eine lebende Legende. Er hat Ahsoka Tano als Bild und hat glücklicherweise nur eine einzige galaktische Legende. Und die ist auch noch Jedi-Meister Luke. Das heißt, wir kontern ihn mit unserem Purpatine. Und dann hat er hier als Flotte, schauen wir mal ganz kurz rein, kann ich hier irgendwie Großkampfschiffe filtern oder sowas in der Art? Galaktische Republik, Großkampfschiffe, gucke mal. Dann sehen wir nämlich anhand der Großkampfschiffe, wie viele Flotten er einsatzbereit hat. Chimäre, Endurance, Malevolence und Unterhändler, okay. Also, das ist machbar. Das ist ein Gegner. Der ist machbar für uns. Wenn wir uns mal seine Werte anschauen, dann sehen wir hier, galaktische Macht ist bei 5,9 Millionen. Wir haben, glaube ich, 6,1 oder so. Also es ist auch ähnlich. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er hier fabriziert hat. In der Defensive hat er keine galaktische Legende stehen. Bei uns ist er überall durchgebrochen mit einem Kampf nur, aber noch nicht oben. Also wir sehen hier jeweils einen Kampf gemacht in der Defensive. Und ich habe dann tatsächlich für diese Episode zum Test mal Qui-Gon Jinn die Defensive gepackt. Das zeige ich euch gleich. Hier auch immer nur einen Kampf gebraucht, ne? Das ist völlig in Ordnung. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Und hier sehen wir dann, da, ne? Qui-Gon Jinn hat ja nur einen Kampf gebraucht. Und bei dem Team hier, bei unserem Counter-Team, da hängt er. Da ist er nicht weitergekommen. Also er hat nicht mal versucht anscheinend. Die Frage ist, wird er es später noch machen oder nicht? Denn danach haben wir hier in der Defensive noch unsere beiden Flotten drin. Einmal eine Imperium-Sith-Flotte und hier unten dann unsere Rebellen. Was ich jetzt machen möchte, ist mir erst einmal anschauen, was er hier hat in der Offensive, in der Defensive, sorry. Und wir sehen hier, das sind relativ machbare Kämpfe. Ich wollte gerade sagen manageable. Manchmal fallen mir die deutschen Wörter einfach nicht ein, weil ich dann irgendwie an englische oder sogar spanische Wörter denke, weil ich ja nebenbei auch noch ein bisschen Spanisch lerne und ganz nebenbei noch ein kleines bisschen Japanisch. Aber Japanisch habe ich erst auf Eis gelegt für Spanisch. Jedenfalls, ja, da komme ich manchmal ein bisschen durcheinander mit den Sprachen. Haben wir jetzt hier das Zeug? Das ist schwierig. Das heißt, wahrscheinlich muss ich hier eine galaktische Legende verwenden, um hier durchzukommen. Hier oben muss ich keine galaktische Legende verwenden, um durchzukommen. Das ist gut. Das bedeutet, wir werden hier definitiv durchkommen und hinten auch die Flotte nehmen. Also brechen wir hier schon mal komplett durch und können auch hier ein Feld nehmen mit einer galaktischen Legende. Das heißt, wir hätten 3 Felder im Gegensatz zu seinen 2 Feldern, würden damit gewinnen. Falls er hinten seine galaktische Legende drin hat. Das könnte sein, falls er sich die nicht für die Offensive aufgehoben hat, ne? Also gucken wir jetzt mal, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier rein und brechen erst einmal oben durch, weil wir da keine galaktischen Legenden brauchen. Gehen dann hier zu den Geos, zu den Geonosians und gucken mal, was die so drauf haben und vor allem, wie schnell die sind. Der hat ein Tempo von 221. Das ist auch manageable, also machbar. Und was haben wir hier? Wie viel Tempo hat der denn bitte? Der geht viel auf Gesundheit und so ein Kram. 252 Tempo. Alter Verwalter, das ist schnell. Aber unser Imperium ist schneller, deswegen gehen wir ganz kurz mal hier rein. So, und dann wählen wir mal ganz kurz hier so unser Imperium aus. Mit Mara Jade. Und wir gucken mal ganz kurz die Geschwindigkeit von Darth Vader. Darth Vader hat eine Geschwindigkeit von 236. Der sollte aber insgesamt schneller sein, weil wir ja hier Verbündete haben. Die Sith und Imperium sind und so ein Kram. Dann sollten wir eigentlich schneller sein als die Geos. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, werden wir hier gnadenlos scheitern. Und Mara Jade, ihre Mods sind natürlich noch nicht so effektiv und so gut und so weiter. Ne? Da muss ich erst dran arbeiten. Ich werde auch demnächst mal daran arbeiten, meine Mods ein bisschen zu verbessern. Also wirklich ganz gewaltig zu verbessern hier. Komplett zu überarbeiten mit Ivory's Mod Manager. Grand Ivory's Mod Manager. Und ihr habt mir gesagt, ich soll zuerst damit anfangen. Mit ultimativer Räuber. Entfernt alle Buffs und belegt den anvisierten Gegner eine Runde lang mit Betäuben. Unverwundbar. Anschließend erleiden alle Gegner Spezialschaden, haben eine Runde lang niedrigeren Zähigkeitswert. Mit Schock belegte Gegner und Jedi erleiden durch diese Fähigkeit doppelten Schaden. Normalerweise habe ich immer erst damit angefangen, mit Infiltrieren und Stören. Weil ich dabei nämlich Gegner mit Schock belege und so ein Kram. Aber ihr habt mir gesagt, ich soll mit ultimativer Räuber zuerst anfangen. Weil wir nämlich dadurch dafür sorgen, dass die Gegner erst einmal einen niedrigeren Zähigkeitswert haben, damit dann Wanken und Schock besser sitzt. Ja, das ist das eine. Der Grund, warum ich mit Infiltrieren und Stören angefangen habe, ist immer, weil Mara Jade unsichtbar wird. Das ist der eigentliche Hintergrund, weil wir dann eben Unsichtbarkeit haben und ich hoffe mal, dass ihr Effektivitätswert hoch genug ist.
Und ja, ich fand halt eben, dass das wichtig ist, dass sie erstmal unsichtbar wird, damit ihre Angriffe eben nicht gekontert werden und sie dann gleich stirbt, wisst ihr? So, also wir fangen mit an mit Darth Vader, wie gesagt, der ist schnell genug, machen erstmal Schaden auf alle hier, wunderbar. Und das erste, was wir machen, ist dann hier unser Massaker, sehr schön. Und dann schmeißen wir erstmal unser Stöckchen für die Bonuszugleiste für unser Team. Da wird gekontert, seht ihr? Und jetzt greifen wir einen nach dem anderen an. Erstmal Poggle, sehr gut, der ist auch gleich gekillt. Dann greifen wir ihn hier an. Superklasse, wir haben auch genug Zugleiste, ne? Seht ihr, machen wir nochmal Schaden über Zeit auf alle hier. Sehr gut. Und dann greifen wir hier den Nächsten an, den Spion, am besten mit Lichtschwertwurf, um ihn zu killen. Wunderbar. Dann greifen wir ihn hier an, sehr schnell, der ist auch gleich down. Und jetzt müssen wir den Tank wieder angreifen, also machen wir das mal. Super. So, er kontert wieder, aber das ist in Ordnung. Jetzt geben wir die Bonuszugleiste hier erst einmal Mara Jade. Und jetzt mache ich euren Tipp, und zwar mache ich zuerst das hier. So, Schaden auf ihn. Ihr seht, der Zähigkeitswert ist gesenkt worden, sie ist aber nicht sofort dran. Und wenn ich jetzt die andere Fähigkeit gemacht hätte, glaube ich, wäre sie sofort dran gewesen, weil sie halt mehr Debuffs macht auf die Gegner, kriegt dann auch mehr Zugleisten zum Kram. Aber okay, wir greifen jetzt ihn hier an mit Schock, wunderbar. Machen dann erstmal Verstärkung mit ihm und dann würde ich sagen, brechen wir erst einmal diesen Tank hier. Super. Und ihr seht jetzt, die greifen jetzt uns an. Jetzt mache ich diese Fähigkeit hier. Sehr schön. Ihr seht, sie wird unsichtbar und kriegt volle Zugleisten und kann direkt wieder angreifen. Das ist der Grund, warum ich ihre zweite Fähigkeit zuerst gemacht habe. Und wenn ihr Effektivitätswert hoch genug ist, ist es auch nicht nötig, den Zähigkeitswert der Gegner zu senken. Deswegen ist das, denke ich mal, so ganz in Ordnung hier. Jetzt machen wir Perfect Shock auf alle. Wunderbar, haben alle betäubt. Sie sind für zwei Runden betäubt. Das heißt, wir können die jetzt einen nach dem anderen auslöschen. Also greifen wir jetzt mal mit Vader ihn hier an. Sehr schön. Greifen noch mit ihn hier an. Das bringt nicht wirklich viel, aber wir machen gleich nochmal Schock auf den nächsten Gegner. Hier ist egal, wie wir angreifen. Machen wir das hier. Und greifen ihn hier an, um da mit Purps zusammen anzugreifen, wieder Schock zu machen. Purps wieder dran. Macht auf ihn hier Schock. Superklasse. Vader ist wieder dran. Wir machen nochmal Schaden über Zeit auf alle. Boom. Wunderbar. Dann gehen wir in den Massacre-Mode. Und löschen erst einmal den hier aus. Und der andere verschwindet von alleine. Wunderbar. Das Team ist so geil, ey. Ich finde das so der Hammer. Wir hätten natürlich viel mehr Punkte holen können jetzt hier an der Stelle, aber es macht einfach Spaß, das Team zu spielen. Das nächste gefährliche Team hier ist Grievous. Und Grievous zu besiegen, ohne Einheiten zu verlieren, ist saumäßig schwer. Saumäßig schwer, das zu schaffen. Ich wüsste auch nicht so genau, was ich hier spielen sollte gegen Grievous. 500 Erste wäre vielleicht ein bisschen Overkill. Vader habe ich gerade benutzt. Jedi wären eine Option. Mit Revan hier drin, wobei ich eigentlich Revan hier nicht spielen sollte. Ich habe Revan aber deswegen hier drin, weil ich Anakin in dem Team hier habe, in der Defensive. Das ist der einzige Grund. Truppler haben keine Chance. Sith Imperium hat auch keine Chance. Deswegen würde ich mal sagen, versuchen es mal gegen Grievous mit diesem Padme-Team hier. Ich hoffe mal, die kriegen das hin. Die könnten das schaffen, weil die genug Defensive haben und so ein Kram. Also starten wir mal mit denen hier. Auf geht's! Vor allem mit Großmeister Yoda drin und so ein Kram, ne? Okay, wichtig ist eben, dass der B2-Druide erstmal sichtbar wird. Ich greife jetzt erstmal hier an. So, der macht sich jetzt sichtbar gleich. Wir verteilen erstmal Buffs hier auf uns. Sehr schön. Der wird angegriffen. Okay, B2 ist sichtbar. Jetzt müssen wir den B2 zuerst angreifen. Mit allem, was wir haben. Aber zuerst einmal geben wir uns Bonusschutz. Und dann attackieren wir den hier. Sehr schön. Hier, Ahsoka greift an. Wunderbar, der ist fast down. Jetzt machen wir das hier. Ahsoka greift wieder an, okay. Grievous greift an, das passt. Jetzt killen wir ihn mit Barriss, obwohl Barriss kann ihn nicht killen. Oh Mann, ey. Dingens hat überlebt, Kenobi, das ist sehr gut. Der hier kriegt auch auf den Mund, wunderbar. Ihr seht, ich komme momentan nicht dazu, den B2-Druiden anzugreifen, weil jetzt halt der da im Weg steht, der Tank. Grievous greift Kenobi an, Kenobi überlebt noch ein bisschen, die haben sehr viel Zugleiste. Gut, Yoda ist dran, greifen wir erstmal den hier an, sehr gut. Die Buff-Immunität machen sie jetzt ordentlich zu schaffen hier. Wir schicken mal alles vor, was kann, schicken Ahsoka wieder vor. Buff-Immunität ist echt übel für uns Freunde gerade. Mein Plan ging nicht auf, so wie ich das gerne wollte. Heilen wir uns erst einmal hier. Grievous greift wieder Kenobi an, das ist in Ordnung. Wir schicken nochmal Yoda vor hier, wunderbar. Machen Schaden auf alle, sehr gut. Versuchen wir ihm jetzt Zugleiste zu nehmen und ihn zu betäuben. Superklasse, das hat funktioniert. Greifen wir Padme ihn hier an, wunderbar. Der ist fast down, Freunde, wir haben es fast geschafft. Jetzt wurde er auch noch geheilt von dem hier. Okay, schicken wir mal hier Kenobi vor. Okay, wenn der down ist. Oh mein Gott, wir haben Barriss verloren, das gibt's doch wohl nicht, Freunde. Alter Verwalter. Es ist so schwierig, an unser Ziel ranzukommen hier. Ein Fehler, eine Sache schiefgelaufen und schon war es das für uns. Ah, Mist, Mist, Mist. Komme ich jetzt vielleicht an ihn ran mit Ahsoka? Sehr gut, superklasse. Grievous greift uns an, okay, das ist in Ordnung. Jetzt können wir Grievous angreifen. So, machen wir erstmal hier Schaden auf alle. Wunderbar. Und dann attackieren wir gleich wieder Grievous mit unseren Charakteren hier. Erst einmal müssen wir erstmal den angreifen. Oh Mist, weil Grievous nicht bei voller Gesundheit ist. Aber ist nicht schlimm, wir greifen ihn an. Haben ihn betäubt, das ist gut so. Jetzt müssen wir den da angreifen. Grievous schickt unsere Aufmerksamkeit rum. Kenobi tankt noch ganz ordentlich, sehr gut. Greifen wir jetzt den hier an und jetzt machen wir hier, wir müssen weiterhin angreifen, weil wir rumgeschickt werden von Grievous. Oh Mist, ey, das ist wirklich nervig. Sehr, sehr nervig, Freunde. Machen wir erst einmal, betäuben wir ihn mal hier, geht das?
Nein, leider nicht. Okay, er hat widerstanden, aber er hat seinen Buffs verloren. Super. So, greifen wir hier an. Grievous greift wieder an auf Kenobi. Kenobi widersteht noch ein bisschen. Grievous kontert. Oh Mist. Oh Gott, diese Zugleiste von Grievous. Oh mein Gott, das ist viel zu gefährlich, Freunde. Viel, viel zu gefährlich für uns. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Versuchen wir doch mal Grievous hier anzugreifen, beziehungsweise müssen jetzt wahrscheinlich erst einmal den hier killen. Das geht nicht anders. Ich hoffe mal, Padme kommt dazu, genau, Bonuszugleiste auf uns zu machen. Sehr gut, Bonusschutz. Kenobi überlebt noch ein bisschen. Okay, wir haben noch mehr Bonusschutz. Wir müssen jetzt diesen Angriff von Grievous unbedingt überleben. Kann ich... Nein, wir müssen den hier angreifen. Das geht nicht anders. Oder ich greife mir hier Grievous an. Super, wir haben gut Schaden gemacht. Müssen jetzt den leider hier angreifen. Okay, Angriff ging daneben. Das ist mir aber... Das ist mir recht. Greifen wir den mal jetzt hier an. Sehr gut, dann ist er down. Grievous greift Kenobi an. Kenobi hat überlebt. Sehr schön. Jetzt können wir es versuchen mit Padme und Kenobi hier. Grievous zu killen. Okay, wunderbar. Wir haben es geschafft. Es war nicht schön, aber selten. Tja, ich hätte den B2-Druiden schneller ausschalten müssen, aber ich habe an einer Stelle, wo ich ihn hätte ausschalten können, glaube ich, es nicht getan. Und das ist das größte Problem gewesen, weil ich es an der einen Stelle nicht getan habe. Und deswegen hat der uns platt gemacht im Endeffekt. Gegen das Team würde ich gerne mit den Trupplern kämpfen, allerdings werden die Enfys Nest nicht besiegen können, glaube ich. Deswegen muss ich jetzt hier härtere Geschütze auffahren. Und ich würde mal sagen, wir nehmen hier gegen diese Nachtschwestern. Was nehmen wir denn gegen die Nachtschwestern? Wir haben nur noch diese Teams, die hier sind. Wir könnten es versuchen mit den Rebellen theoretisch. Die wären, glaube ich, ziemlich gut gegen die Nachtschwestern. Aber die haben auch Probleme gegen Enfys Nest. Mr. Enfys Nest ist zu gefährlich. Ich brauche halt irgendwas, womit ich Enfys Nest ausschalten kann. Und zwar möglichst ohne halt zu viele Einheiten zu verlieren. Enfys Nest ist halt immer eine Gefahr, ne? Das heißt, ich könnte theoretisch dieses Jedi-Team hier nehmen. Da ist Jedi Ritter Revan mit drin, allerdings ist der nicht der Anführer. Ich kann ihn aber zum Anführer machen. Versuchen wir es mal. Wobei... 501. Ich könnte auch versuchen, das Sith-Imperium-Team zu nehmen. Komm, wir nehmen das Sith-Imperium, machen wir es mit denen. Die sind auch gut darin, Enfys Nest auszuschalten. So, sehr gut. Revan ist zuerst dran. Wir machen erst einmal hier einen Angriff auf ihn. Machen damit noch Furcht auf mehrere Gegner. Superklasse. Greifen wir erst einmal hier sie an. Sehr schön. Sie hat leider den Debuff widerstanden. Aber das ist in Ordnung. Enfys Nest greift uns an. Okay. Wir machen jetzt hier nochmal einen Angriff auf sie. Wunderbar. Und machen dann hier Furcht auf alle. Schmeißen ein paar Granaten auf alle. Haben den Wanken gegeben. Das ist super. Sie wird gleich ausgelöscht. Das ist schon mal gut. Ah, sie war auch gleich direkt wieder dran. Also da war nichts mit Totgeweiht gerade. Jetzt ist sie wieder Totgeweiht. Super. Auch wieder nicht mehr. Okay. Aber sie schalten sie jetzt immer direkt aus. Jetzt killen wir erst einmal Darka hier. Sehr schön, damit sie erstmal raus ist. Super. Und dann schocken wir mal erstmal hier Nest. Sehr gut, um alle anderen mitzuschocken. Und jetzt müssen wir erstmal Nest vorbeikommen, Freunde. Warten wir, bis sie dran war. So, nochmal hier ein Angriff. Sehr gut. Wir haben das Potenzial, sie auszuschalten. Wenn sie dran war, machen wir Kleiders aus sie, aus ihr. Okay, sie greift Malak an, das ist in Ordnung. Malak macht jetzt hier Blitz. Sehr schön. Und dann snipen wir sie. Wunderbar. Super, 63 Punkte, das ist in Ordnung. Mit dem Darth Revan Team, das war vielleicht ein bisschen Overkill, aber das soll mir recht sein. Und gegen die hier würde ich gerne mit den Trupplern kämpfen. Allerdings weiß ich nicht, wie schnell die sind. 179 Tempo, okay. Wir wissen ja, wenn die einmal zum Zug kommen, dann war es das für uns. Die können auch kontern und so ein Kram. Ich versuche es trotzdem mit den Trupplern hier. Mit den Trupplern gegen diese Rebellen. Gegen den Rebellenabschaum. So, mit denen hier. Sehr gut, auf geht's. Mal schauen, ob die Mon Mothma mal besiegen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte echt hart werden hier. Okay, dann wollen wir mal. Erstmal hier Schaden auf alle. So, wunderbar. Okay, die konnte natürlich. Der hier macht sein Zeug. Dann nehmen wir den Zugleiste, geben uns Zugleiste und ein paar Buffs. Wunderbar. Dann ist doch der Tank gleich down. Sehr gut. Wir greifen den Tank mal erstmal normal an hier, damit der stirbt und wir jetzt Bonuszugleiste bekommen. Jetzt müssen wir... Wir können Mon Mothma halt nicht angreifen. Ne? Ich greife aber erstmal hier den Heiler an. Sehr gut. Der kontert doch jedes Mal. Wir sorgen dafür, dass die bald nicht mehr kontern können. Erstmal hier verwirren, ne? Jetzt ist nichts damit kontern. Und dann machen wir nochmal Schaden auf alle. Killen nochmal jemanden, kriegen wieder Bonuszugleiste. Heilen uns und geben uns Buffs und bekommen dadurch noch mehr Zugleiste. Sehr schön. Jetzt shredden wir seine Rüstung hier. Wunderbar. Kann auch nicht mehr kontern, ne? Dann killen wir den hier noch schnell. Und dann machen wir sie platt. Und dann war es das für die. Superklasse. 65 Punkte. Und die Truppler sind erfolgreich im Kampf gegen die Rebellen. Sehr schön. Oh, das feiere ich, Freunde. Die Truppler machen immer wieder mega Spaß. Damit haben wir alle besiegt. Und jetzt können wir gucken, was sich da hinten befindet. Wir haben noch ein paar harte Teams frei für da unten. Gehen wir erstmal hier rein und schauen mal, was der in der Flotte stehen hat. Unterhändler und Rebellen. Die Unterhändler werden wir natürlich mit Grievous besiegen. Also wählen wir jetzt hier Grievous aus. Und dann gehen wir hier erstmal auf die Separatisten. So, sehr schön. Und wählen natürlich wieder unsere Standard-Startaufstellung für unsere Separatisten. Außerdem gehen wir hier auf dunkle Seite. Und nehmen dann noch mit hier die beiden Schiffe, die ich immer noch als Ersatz mitnehme. Nur für den Fall der Fälle, ne?
Manchmal ist die Unterhändler ein wenig zäher, als man vermuten mag. Und dann kann es nicht schaden, wenn man noch irgendwie das ein oder andere Ersatzschiff zum Einwechseln hat. Denn ich kann schlecht einschätzen, wie stark sein Unterhändler ist. Ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Aber die Aufstellung von ihm ist nicht die beste. Weil ich nämlich direkt hier, seht ihr, sofort Bastruin auf Anakin machen kann. Und Anakin konnte den auch nicht direkt killen. So, super. Wir haben jetzt hier eine beschworene Einheit. Das ist sehr gut. Der ist da. Wir machen erst einmal das da auf ihn, um ihn zu verstärken. Damit er besser tanken kann. Und dann machen wir, wir gehen auf Anakin, seht ihr? Und dann machen wir Schaden auf alle und dann greifen nämlich die anderen beiden mit Anakin an. Super. Und der wird dann schnell, ziemlich schnell down gehen durch die Bastruiden. Jetzt greifen wir den hier an und betäuben den noch gleich mal. Ein Angreifer weniger, ne, für den Gegner. Sehr gut. Und wir werden den Kampf auf jeden Fall ziemlich easy gewinnen. Wir greifen jetzt hier weiterhin den an, den Y-Wing. Verpassen den hier schon mal, Bastruiden. Denn der scheint ziemlich tanky zu sein. Und auch dem Y-Wing verpassen wir Bastruiden. Jetzt haben die alle mindestens drei Bastruiden. Ne? Seht ihr? Jetzt gehen wir auf Anakin, greifen den an. Super, der geht schon mal down. Und wenn, sobald er dran ist, stirbt er durch den Schaden der Bastruiden. Allerdings sorgen wir dafür, dass er jetzt schon drauf geht durch den Flächenschaden hier. Das macht nämlich ordentlich Flächenschaden, seht ihr? Und dann ist Anakin schon mal draufgegangen. Dann ist der hier im Hintern. Und jetzt greifen wir die anderen an, die er noch hat. Und zwar erst einmal den hier. Ah, nee, wir müssen den Tank angreifen, okay. Geht nicht anders. Machen wir das mal. Jetzt können wir Fives angreifen. Sein einziger richtiger Angreifer, den er noch hat, der ist auch down. Und jetzt geht es nur noch darum, den hier Platz zu machen. Und das war's. Wunderbar. Awesome, Freunde. 67 Punkte hier für unsere Flotte. Und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Den hier machen wir platt mit Kenobi. Wir wählen jetzt also hier die Unterhändler aus. Unsere Unterhändler, ne? Dann gehen wir auf die Galaktische Republik und starten natürlich wieder mit Anakin, Ahsoka und Y-Wing und nehmen dann den ganzen anderen Rest hier mit. Die einzigen Schiffe, die ich... Ah, ich hätte die Hound's Tooth mitnehmen sollen. Mann, Mann, Mann. Ich habe versehentlich den Jedi-Konsul mitgenommen. Normalerweise packe ich hier noch die Hound's Tooth mit rein. Dafür hebe ich mir die extra auf. Nur für den Fall, dass wir mal noch einen extra Tank brauchen, falls der Y-Wing nicht lange überlebt. Aber wir sollten trotzdem in der Lage sein, das zu schaffen. So oder so. Okay, wir greifen jetzt hier Bix oder Y-Wing an. Ich würde mal sagen, wir greifen Bix an, machen erstmal diesen schönen Angriff hier. Sehr schön. Das macht immer gleich gut Damage. Jetzt machen wir Schaden auf alle. Superklasse. Und als nächstes sorgen wir dafür, dass die Gegner verwirrt werden und Bix erstmal weggepustet wird. Sehr schön. Verwirrte Rebellen sind immer wunderbar klein zu halten, weil die machen nicht so viel Schaden, wisst ihr? Die haben halt ihre ganzen Bonusangriffe nicht dann. Dem haben wir Schaden zugefügt, der andere ist ausgewichen, der Falke. Der Falke ist gut im Ausweichen. Der greift unseren Y-Wing an, das ist auch in Ordnung. Gibt auch nochmal Angriffen, sehr gut. Dann greifen wir den hier an, dann ist der erledigt. Jetzt ist nur noch der Falke da. Und ich würde mal sagen, wir greifen hier normal an, weil es gibt keine Debuffs zu entfernen. Jetzt wechseln wir ein und holen... wir holen ihn, Plo Koon. Um uns nochmal hochzuheilen. Demotivieren wir mal den PC, den Computer. Die künstliche Intelligenz, die KI. So, sehr gut. Demoralisieren wollte ich sagen. Jedenfalls haben wir das Ding geschafft, haben Punkte bekommen und haben auch das Feld geholt. Und wie sieht es momentan aus? Flottenfeld gibt's nicht so viele Punkte, wie zum Beispiel das Feld hier. Wir haben aber noch drei Kämpfe zu machen hier. Also machen wir die auch. Und ich würde sagen, wir kämpfen jetzt hier gegen Darth Revan mit unserer 501. So, ihr habt mir gesagt, die Jedi, die Rebellen könnten auch gegen Darth Revan gewinnen. Allerdings ist mein Chewie-PO noch nicht gut genug. Ich werde Chewie-PO auf jeden Fall ausbauen. Ihr seht, ich habe seine Gegenstände schon gefarmt, die er braucht für Ausrüstungsstufe 12. Und er hat 60 Splitter von 100. Ja, ihr habt mich ja mal gefragt, wie weit ich bin mit Jedi-Meister Luke. Es hängt noch an ein paar Einheiten. Mon Mothma hat gerade mal 5 Sterne. Da arbeite ich auch noch dran. Und sobald der 6 Sterne hat, bekommt er Ausrüstungsstufe 12 und wird dann natürlich sofort reliktet und zum Grab, ne? Wisst ihr? Ausrüstungsstufe 13, Relikt und so. Ich arbeite voll an ihm, dass dieses Rebellenteam hier 100% einsatzbereit wird und dann in der Lage ist, eben Darth Malak zu besiegen. Ne, wisst ihr? Momentan muss ich aber auf Nummer sicher gehen und erst einmal dieses Team hier nehmen. Ich habe gar keine andere Wahl aktuell, weil das ist das einzige Team, das ich habe, das sicher dieses Team hier schlagen kann. Bei allen anderen Teams bin ich mir nicht so sicher. Also starten wir jetzt mal mit denen. Denn ich muss auf jeden Fall dieses Feld holen. Wenn ich das Feld geholt habe, gewinnen wir, weil der wahrscheinlich unser Counter-Team nicht schlagen kann. Und den ersten Charakter, den wir besiegen wollen, ist natürlich hier die gute Bastila. Also geben wir uns erstmal einen Zugleiste und sorgen dafür, dass wir Bastila angreifen können. Wir schmeißen erstmal hier eine Granate, damit... wir müssen Malak angreifen. Oh Mann, das ist immer der Fehler mit der Granate. Ich mache diesen Fehler immer wieder. Wir sollten erstmal Bastila normal angreifen, so zum Beispiel hier, ne? Ich mache diesen Fehler mit der Granate immer wieder. Dann machen wir erst einmal hier einen normalen Angriff auf sie. Super. Und dann noch einmal. Sehr schön, dass sie erledigt. Perfekt. Wir müssen die Gegner nicht verwirren. Wir heben uns Rüstungsschredder später für Malak auf. Jetzt greifen wir erstmal Revan an. Beziehungsweise was auch immer sich gerade anbietet. So, Malak. Sehr gut. Fängt sich kein Konter mehr. Die haben alle Furcht. Okay, jetzt müssen wir halt hoffen, dass unser Fives nicht stirbt. Das ist ganz wichtig. Wir greifen jetzt erstmal die anderen an. Den zum Beispiel hier.
Super, der ist down. Sehr gut. Anakin steht auch sofort wieder. Alter Schwede. Na gut, dann greifen wir jetzt mal Revan an. Super. Und dann noch einmal. Sehr schön, das ist ja auch gleich erledigt. Anakin hat aber ganz schön Stehvermögen, muss ich echt sagen. Dass der sofort wieder aufsteht, ist der Hammer. Der echte Hammer. Und dann machen wir noch das hier. Furcht sorgt dafür, dass wir nicht angreifen können, aber ist nicht weiter schlimm. Von wegen furchtlose Jedi und so Kram oder furchtlose Klone. Wenn Malak da ist mit seinem künstlichen Unterkiefer, dann kriegen die schon Schiss. Okay, jetzt müssen wir die gegnerische 500 erste auch noch ausschalten. Dann noch hier dieses Padme-Team hier und dann noch die erste Ordnung. Alter Schwede, das wird echt übel. Das wird richtig übel. Wie schnell sind die denn alle? Die sind wahrscheinlich richtig schnell. Der ist nicht sonderlich schnell, okay. Der gute Kylo Ren. Wie sieht das mit den anderen aus? Wie schnell ist der? Die sind, glaube ich, alle nicht sonderlich schnell. Nein. Wir könnten theoretisch mit unseren Rebellen gegen die kämpfen. Oder gegen dieses Team hier sogar. Mal gucken. Gehen wir auf Truppauswahl. Und schauen uns mal unsere Trupps an, die wir noch haben. Wir haben noch Grievous. Wir haben noch Grievous übrig. Grievous und Jedi. Wir gehen mal hier auf Bearbeiten. Und ich glaube, ich packe mal Jedi-Ritter Revan als Anführer rein. So, sehr gut. Und dann bestätigen wir erstmal diesen Trupp hier. Super. Und dann starten wir mit diesen Jedi gegen dieses Team, gegen die Erste Ordnung. Ich liebe die Erste Ordnung. Mann, ich will die nicht verprügeln, aber ich habe keine andere Wahl. Und dann bei dem Rest gucken wir uns dann später an, wie wir da kämpfen. Wahrscheinlich sollte ich die Jedi auch besser gegen Anakin nehmen. Aber ich werde gegen Anakin wahrscheinlich mein Palpatine nehmen, um da durchzubrechen. Deswegen starten wir jetzt hier und gegen die Galaktische Republik könnte ich mein Grievous-Team nehmen, theoretisch. Oder nehme ich hier Jedi. Es wird echt schwierig, Freunde. Es wird schwierig. Wo setze ich Grievous ein? Oder ich setze Grievous gegen die hier ein. Das wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Gegen die Erste Ordnung. Ja, ich glaube, ich setze gegen die Erste Ordnung Grievous ein und meine Jedi dann hier unten gegen Padme und Co. Versuchen wir es mal so. Genau, mache ich das so. Also setze ich hier Grievous ein. Das ist echt schwer. Aber Grievous wird die besiegen, glaube ich. Ja, Grievous wird die besiegen. Wir müssen im Prinzip nur durchbrechen. Nur, ne? Nur. So, Schaden von ihm, okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir erstmal allen Gegnern alle Buffs. Wunderbar. Das ist auch gut, weil die haben da keinen Vorteil und so ein Kram. Die können also nicht von Vorteil profitieren. Und der, den wir zuerst ausschalten wollen, ist der auf jeden Fall. Der Sith-Truppler, weil der ist sehr gefährlich. Der macht nämlich großen Schaden auf uns dann. Wir gehen in Support-Modus, müssen halt wieder Kylo angreifen. Das wird halt die meiste Zeit passieren, dass wir ihn angreifen müssen. Sith-Truppler macht jedes Mal mit. Wir nehmen mal seine Buffs und können ihn hoffentlich betäuben. Jawohl, super. Jetzt greifen wir mit Grievous ihn hier an. Wunderbar, der ist gleich erledigt. Sehr schön. One-Shot von Grievous. Da müssen wir auf unsere B1-Druiden aufpassen. Wir greifen jetzt den hier an, den Tank. Aber der Sturmtruppler der Ersten Ordnung ist nicht so gefährlich wie alles andere. Der Rest sollte jetzt hier echt ein Kinderspiel sein. Wir machen das und heilen unseren Tank hier wieder. Super. Und löschen den gleich mal aus. Wunderbar. Jetzt machen wir mit Grievous Schaden auf alle und nehmen den Zugleiste. Sehr schön. Jetzt machen wir hier Schaden auf alle, damit Grievous schneller wird. Und geben hier ein bisschen Bonusschutz. Okay, super. Jetzt greifen wir erstmal den hier an. Dass er Heilungsresistenz hat, machen dann Schaden auf alle. Dann sollte der Kylo gleich drauf gehen. Moment, wir sorgen dafür, dass er auch wirklich drauf geht. Super, klasse. Jetzt kümmern wir uns um den da. Er hat nämlich Heilungsresistenz und wird durch Grievous vernichtet. Perfekt. Okay, gut. Wir haben 62 Punkte. Und jetzt machen wir weiter gegen dieses Team hier, gegen Padme. Gehen auf Truppauswahl und wählen dafür unsere Jedi. Und zwar das Team hier, mit Jedi Ritter Revan als Anführer. Der Grund, warum ich Jedi Ritter Revan als Anführer nehme, ist, weil wir halt sowieso schneller sind als die Gegner. Ich muss das Tempo nicht unbedingt runtersetzen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir genug Durchschlagskraft haben, um Padme zu vernichten und Anakin zu vernichten und so. Wir haben auch teilweise hohe Relikte. Das ist echt übel. Unsere Charaktere sind nicht so hoch reliktet. Notfalls muss ich halt mit den Rebellen dann nochmal reingehen. Und dann aufräumen, wisst ihr? Weil Palpatine wird auf jeden Fall Anakin vernichten. Okay, versuchen wir es mal. Zuerst einmal geben wir unser Jedi-Training dem guten... dem hier. Dem guten Luke. Wobei Luke eigentlich... ich hätte Luke als Anführer spielen sollen. Ich habe mittlerweile verstanden, wie man Luke als Anführer spielt. Ich habe es ein bisschen verbockt, aber ist nicht weiter schlimm. Wir machen das mal so. Und dann schicken wir jetzt mal hier auf Anakin alle vor. Sehr gut. So, ihr seht, die müssten eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, Maximalgesundheit verlieren, weil die ja Bonusschutz bekommen. Wir machen mal das hier auf alle. Sehr gut. Ihr seht, weil ja der gute C3PO nicht mit da drin ist, können wir den auch Debuffs verpassen und so ein Kram. Jetzt machen wir das hier und geben das Luke. Sehr gut. Greifen mit Luke mal hier an und schicken mal Bastila mit vor. Superklasse. Dann schicken wir nochmal Luke vor. Sehr gut, der macht ja genug Damage mittlerweile. So, das nochmal auf ihn. Wunderbar. Revan greift ebenfalls an, dann ist der gleich down. Wir provozieren mal mit ihm hier.
Okay, der macht seine Buffs, aber der hat der Buff-Immunität glücklicherweise. Jetzt ist er down. Perfekt. Als nächstes kümmern wir uns um die... Oh Mist, müssen wir uns um die anderen kümmern. Wir müssen halt echt aufpassen. Ben ist einmal gestorben. Ah, Mann, 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 die sind echt... Oh Gott, ich hätte wahrscheinlich doch zu... Ich hätte wahrscheinlich doch... heilen wir uns erstmal. Ich hätte wahrscheinlich doch Luke als Anführer spielen sollen hier. Markieren mal sie. Okay, damit wir sie schnellstmöglich down kriegen. Machen das hier und schicken mal... Revan mit vor. Sehr gut. So, dann greifen wir hier mit Ben an. Wunderbar. Und machen das und geben das nochmal Luke hier. Sehr gut. Machen das hier und nehmen Revan mit. Superklasse. Ah, da greift, die greifen Revan an. Konter von Luke, okay. Einsiedler Yoda, halte noch durch. Gut. Jetzt machen wir das auf ihn, um ihn zu betäuben, um beziehungsweise eine Buff zu nehmen. Okay, jetzt machen wir das hier und schicken mal Luke vor. Ah, es fehlt nicht mehr viel, um sie down zu bekommen. Ah, Revan ist draufgegangen. Sehr, sehr schade. Machen wir das hier und schicken mal Bastila mit. Wunderbar. Wir müssten sie eigentlich fast down haben. Betäuben wir doch mal alle schnell. Sehr gut. Dann schicken wir jetzt mal hier Luke vor auf Kenobi. Sehr gut. Machen nochmal das hier, um den Fähigkeitenblockaden zu Kram zu geben. Gehen nochmal auf ihn. Heilen uns ein bisschen. Geben uns Zugleiste. Wunderbar. Jetzt greifen wir normal an, um sie schnell down zu bekommen. Okay. Yoda macht wieder seinen ganzen Schutzkram. Ah, Mist. Machen wir nochmal das hier. Müssen uns heilen. Okay. Und ich würde mal sagen, wir machen das und schicken Bastila mit. Er provoziert das auch noch so lange. Oh Mann, ey, das ist echt übel. Ich glaube, wir werden an dem Team scheitern. Ah, der nächste ist draufgegangen. Ben ist draufgegangen. Das ist sehr, 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 sehr übel, Freunde. Sehr, sehr übel. Können wir jetzt ihn killen vielleicht? Nein, leider nicht. Okay, machen wir es mal so und versuchen mal sie so auszuschalten. Sie ist ausgewichen. Schicken jetzt mal hier alle vor. Wunderbar. Okay. Der ist down, super. Der Tank ist down. Jetzt müssen wir nur noch sie ausschalten hier. Sie fängt sich in Konter, das ist gut. Greifen wir sie mal normal an. Sehr gut, dann ist sie auch down. Superklasse. Also ihr seht, das war jetzt nicht schön, der Kampf. Aber wir haben es trotzdem geschafft irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie sich Jedi richtig spielen. Ich weiß halt nicht, wie man die richtig einsetzt. Ich weiß noch nicht, was so die Stärke und die Schwächen sind, gegen welche Teams man die einsetzen kann und so. Das muss ich alles erst noch lernen, was so die Prioritätsziele sind. Ihr müsst euch vorstellen, ich war halt sehr lange inaktiv, ja. Und in der Zeit, in der ich inaktiv war, kamen so viele Charaktere raus. 4 oder 5 oder was galaktische Legenden sind erschienen in der Zwischenzeit. So viele neue Charaktere und Teams, die man erstellen konnte. Und ich bin auch nicht so 100% sicher darin, wie man diese Charaktere spielt, wo man die einsetzt, was ist eben der mindestmögliche Konter, um ein Team eben möglichst effektiv zu schlagen. Also es geht ja immer darum, mit dem niedrigsten Aufwand den maximalen Effekt rauszuholen. Das ist ja das Ziel in der großen Arena-Meisterschaft, weil man nämlich damit dann am Ende die meisten Punkte holt, wisst ihr? So, wir machen das hier und dann ist natürlich Fives der erste, den wir hier erledigen wollen. Deswegen verbinden wir uns auch mit ihm. So, der Rest ist mir dann erst einmal egal. Und Anakin wird jetzt eh aussetzen müssen. Weil er verbunden ist. Wir greifen jetzt mal an. Sehr gut. Der ist ja eher am Tanken hier gerade. Machen wir mal hier Schutzregeneration auf uns. Wunderbar. Wir können eigentlich in Automodus gehen. Ihr seht, Anakin geht jetzt in die Knie und dann macht er erstmal nichts mehr. Guckt er erstmal nur zu. Und was Palpatine jetzt hier macht, ist völlig egal. Wir gehen in Automodus und genießen die Show. Ach, übrigens hier, wenn ich hier auf Einstellungen gehe, dann auf automatischer Kampf und dann auf Option wählen. So, seht ihr? Jetzt kann ich nämlich hier auf wählen, ob ich Auto mache, dann benutzt er alle Fähigkeiten oder Basis, dann benutzt er nur Basisangriffe die ganze Zeit, wenn er dran ist. Aber ich will, dass er Auto macht, damit er eben auch Spezialfähigkeiten benutzt. Wunderbar. So. Klone werden nicht in der Lage sein, uns zu besiegen. Der verbindet sich jetzt mit ihm. Er soll sich jetzt mit dem da verbinden von mir aus. Mit Anakin war er ja schon verbunden. Anakin hat keinen Schutz mehr, der steht auch gar nicht mehr auf, weil er seinen Maximalschutz verloren hat. Dementsprechend kann er nicht mehr aufstehen. Und wir müssen halt Fives angreifen, der provoziert. Soll er von mir aus zuerst sterben, das ist in Ordnung. Solange Fives zuerst stirbt, ist alles gut, ne? Der Rest ist egal. Jetzt machen wir unsere Ultimate hier mit Palpatine. Ah, ich wollte auf einfache Geschwindigkeit machen, aber was soll's. Übrigens habe ich in der Zwischenzeit The Book of Boba Fett gesehen, die zweite Episode, Freunde. Und ich bin so begeistert. Ich werde jetzt nicht spoilern, ich werde jetzt hier nichts verraten. Aber ich bin so begeistert von The Book of Boba Fett. Ich fand das so cool. Vor allem, wie er dann ja, wie man halt die Vergangenheit von ihm sieht, in den Flashbacks. Wie er überlebt hat, das fand ich richtig geil, weil das hat mich immer interessiert, wie hat er eigentlich überlebt? Das eine und dann eben, wie er dann bei den Tusken ist, ne? Das ist auch sehr, sehr schön.
Und dann vor allem Episode 2. Mein Gott, habe ich Episode 2 gefeiert. Ach du Heilige, war die geil. Das hat langsam angefangen. Ne? Die erste Episode war nicht so actionreich. Da ging es mehr um Storytelling und so, ne? Aber die zweite Episode, alter Verwalter, war die geile. Ich habe die so gefeiert. Boah. Okay, was haben die hier? Jedi, Kopfgeldjäger und Rebellenabschaum. Okay. Was haben wir denn noch so für Teams? Guck mal ganz kurz rein. Jedi mit Bastila darf man nicht vergessen, ne? Wir haben noch Rebellen, Triumvirat und Widerstand. Okay, Rebellen, Triumvirat und Widerstand. Gucken wir mal ganz kurz. Rebellen setzen wir ein gegen dieses Team hier, gegen die Jedi, weil die sind relativ gefährlich. Triumvirat und Widerstand teilen wir bei den anderen auf. Also gehen wir erstmal hier rein. Setzen wir dann hier unsere Rebellen ein. Wunderbar. Da hat das eine galaktische Legende tatsächlich für die Offensive aufgehoben. Das ist gut für uns. Also vermögen wir jetzt mal Jedi mit den Rebellen hier. Weil die können gefährlich sein, weil Bastila ist die Anführerin. Die gibt denen ganz viel Bonusschutz und so ein Kram. Erhöhte Zähigkeit und sowas. Und Jolie ist dabei, der kann heilen und wiederbeleben und sowas, ne, wisst ihr? Wir machen erst einmal Betäubung auf Ezra. So, super. Barriss greift an, das passt. Sie kriegt der Bonuszugleiste. Jetzt machen wir das hier. Sehr gut. Und das dann auf ihn. Wunderbar. Greift mal hier an. Machen Schaden auf alle. Sehr schön. Betäuben. Barriss. Hat nicht funktioniert, weil sie erhöhte Zähigkeit bekommt. Aber zukünftig können wir sie betäuben. Und ich würde aber sagen, wir nehmen ihm mal Zugleiste. Sehr gut. Ah, es hat nicht funktioniert, ihm Zugleiste zu nehmen. Okay, machen wir das da. Erblinden die Gegner, wenn möglich. Und dann greifen wir ihn nochmal an. Sehr schön. Er verliert Zugleiste, weil Han Solo ihn angreift. Ne, seht ihr? Bei Barriss, dass sie drankommt, können wir eh nicht verhindern. Okay, betäuben wir ihn. Sehr gut. Bastila schickt ihn vor. Jolie belebt wieder. Komm, wisst ihr was? Dann hören wir jetzt auf zu spielen. Machen wir ernst. Machen wir ernst, Freunde. Jetzt reicht's. So, okay. Jetzt schalten wir ihn hier aus. So, Jolie, damit er auch nicht mehr wiederbleiben kann in Zukunft. Erstmal Schaden auf alle, damit die schön ihre Buffs verlieren. Jetzt provoziert der auch noch. Okay, dann machen wir den, dass er platt. Wunderbar. Jetzt machen wir ihn hier nieder. Der ist entblößt und verwirrt und was nicht alles. Zu viel sinnloses Gelaber vom guten C-3PO. Betäuben wir ihn mal. So, wunderbar. Das Rebellenteam macht so mega Spaß. Ich stelle mir das so witzig vor, wenn die dann, voll ausgebaut sind. Und dann hier, guck mal. Bam, 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 bam. Sehr gut. Gott, das. Zwei Schuss, sie haben 65 Punkte geholt. Super. Ja, der wird nicht mehr durchkommen. Wenn er seine galaktische Legende schon für die Offensive aufgehoben hat und hat die vielleicht schon verwendet hier, dann wird er hier nicht mehr durchkommen. Da haben wir den Sieg, Freunde. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Als nächstes setzen wir Widerstand ein. Und zwar vielleicht, die können auch gefährlich sein hier, weil die sind recht schnell. Was ist denn mein zähestes Team, was ich noch habe? Triumvirat wahrscheinlich. Wir nehmen das Triumvirat hier gegen die Rebellen. Sehr gut, weil die kriegen Bonuszüge und so ein Kram. Da ist Traya dann praktisch. Und Maul kann die auch noch verwirren. Ich könnte auch auf Charaktere verzichten. Das Triumvirat wird es wahrscheinlich alleine schaffen. Aber trotzdem will ich hier auf Nummer sicher gehen. Wir werden erst einmal Bix isolieren. So. Geben ihm hier das Zeug. Das gute Zeug. Eigentlich müsste Cyan vor Nihilus drankommen, aber ist auch nicht schlimm. Jetzt machen wir das da. Wunderbar. Und ihr seht, die können momentan unsere Tanks greifen. Ich würde gerne Cara Dune zuerst killen, aber die ist sowieso das erste Ziel. Weil wir Bix isoliert haben, konnte er jetzt keine Bonusangriffe rausholen. Wir verwirren jetzt alle Gegner. Ah, wir haben von wegen alle Gegner. Wir haben fast gar keinen verwirrt. Aber Cara Dune ist fast down. Wir nehmen eh mal hier Buffs. Und dadurch bekommen wir Buffs. Super. Beziehungsweise können dann schneller wieder unser Saugen einsetzen. Okay, Wedge macht dann die ganze Zeit einen Luftschlag. Ich finde das cool. Nochmal Luftschlag. Die machen echt viel Flächenschaden. Seht, das habe ich gemeint. Die kann man echt leicht unterschätzen. Greifen wir jetzt mal Wedge an hier. Damit er nicht noch mehr Flächenschaden macht. Verwirren ihn nochmal ein bisschen weiter. Sehr gut. Alter Verwalter. Der Schaden ist nicht zu unterschätzen von ihm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schalte doch zuerst mal den guten Lando aus. Relikteter Lando. Freunde, relikteter Lando. Gegen nicht reliktetes Triumvirat. Und alle greifen unseren Sith-Truppler an. Der hält. Der steht. Das ist gut. Wir löschen aus. Und zwar erstmal löschen wir Lando aus. Sicher ist sicher, ne? Jetzt können wir zum Ini. Alles, was irgendwie Flächenschaden macht. Der macht nämlich auch krassen Flächenschaden hier. Sehr gut. Killen wir ihn erstmal. Gegen Bonusangriffskraft. Jetzt machen wir nochmal Schaden auf alle. Konnten ihn verwirren hier. Das ist auch gut. Und wir isolieren jetzt mal sie. Nein, wir isolieren ihn und geben ihm hier nochmal Bonusschutz. Wunderbar. Damit er wieder saugen kann an allen. Sehr schön. An ihr konnte er wieder nicht saugen. Greifen wir aber erstmal ihn an. Regenerieren ein bisschen Schutz. Wir heben uns Ahsoka für den Schluss auf. Die ist zu cool, um sie jetzt schon zu killen. Schmeißen wir mal hier ein paar Stöckchen auf ihn. Sehr gut. Und dann greifen wir jetzt hier Ahsoka an. Wunderbar. Den Angriff noch hier. Awesome, Freunde. Und gleich ist sie down. Gleich
Gleich, Freunde, gleich. Wir saugen nochmal. Kann ich jetzt saugen? Jawohl, ich konnte an ihr saugen. Super. Okay, jetzt nehmen wir ihr mal ihre Buffs. Ich finde diese Ahsoka so cool. Fulcrum Ahsoka. Und Maul durfte sie erledigen. Sehr schön. Anders als in der Serie. Okay. So, jetzt sind nur noch die Kopfgeldjäger da. Teilweise reliktet. Und wir haben auch nur noch einen Teameinsatz bereit, Freunde. Davon hängt jetzt alles ab, ob wir ihn komplett wipen können oder nicht. Es ist der Widerstand. Und das passt, weil wir einen Let's Player im Laufen haben mit unserem, mit unserer ersten Ordnung. Und da werden wir auch den Widerstand farmen. Und ich bin super gehypt drauf, Freunde. Okay, wen machen wir zuerst platt? Wahrscheinlich Mando. Oder Django. Eigentlich ist Grief das erste Ziel. Ich mache mal Mando zuerst platt. Wir machen das da. Rauchschirm auf BB-8, damit der eben kontern kann und zum Kram. Dann jubeln wir mit BB-8 und schicken da mal hier BB-8 vor auf den Mando. Wunderbar. Der wurde auch gleich betäubt. Sehr gut. Jetzt machen wir hier einen Angriff auf Django. Sehr gut. Und können wir ihn betäuben? Wunderbar. Der wurde auch betäubt. Sehr gut. Jetzt greifen wir ihn hier an. Und kann ich... Jetzt machen wir Schaden auf alle. Sehr gut. Dann lösen wir nämlich das Entblößen aus und lassen die Gegner brennen. Kann ich ihm noch mal... Ah, superklasse. Greifen wir noch gleich mal an hier. Sehr schön. Jubeln nochmal mit unseren BB-8. Der jubelt auch, das ist in Ordnung. Ah, Mist. Mist. Und dann, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Das, ach du Heilige. Ach du Heilige Scheiße. Das hat mich befürchtet, Freunde. Das hat mich befürchtet. Unfucking glaublich. Wir werden keine Chance mehr haben, da vorbeizukommen. Unglaublich. Das ist die Macht von Grief Karga übrigens. Das ist unglaublich. Unglaublich, Freunde. Ich meine, die sind reliktet und so, ne? Die sind stärker. Aber dass die das anrichten, hätte ich nicht gedacht. Dass die uns so wegpusten, hätte ich nicht erwartet. Wir können jetzt noch hier Teams bauen. Aus übrigen Charakteren. Aber die werden da nicht durchkommen. Da kann ich machen, was ich will. Vor allem, die haben ja auch nichts drauf hier. Der hat, glaube ich, nicht mehr Mods, oder? Der gute Cody. Doch, der hat Mods, aber der wird das auch nicht. Da ist gar keine Synergie. Ach du Heiliger. Ich meine, da sind zwei reliktete Charaktere dabei, ne? Aber habt ihr gesehen, was für eine Durchschlagskraft das war? Mando und Grief Karga. Der macht so viel aus für das Team. So viel. Der hat so viele Bonusfähigkeiten, passive Fähigkeiten und so weiter, die halt das Team komplett auftunen. Der ist so wichtig für die Kopfgeldjäger. So, so wichtig. Und ich werde hier nicht durchkommen. Ich werde hier nicht mehr durchkommen können. Also ich kann nicht komplett wipen. Wir müssen jetzt hoffen, dass er halt unser letztes Team nicht schlagen kann. Unser Counter-Team. Count Dooku ist die letzte Front, Freunde. Ich versuche trotzdem noch, mich alle anzugreifen. Kann ich wenigstens irgendjemanden killen? Ich mach mal das hier auf alle. Sehr gut, nehmen den Zugleiste. Machen wir jetzt mal das da. Wanken. Die haben alle Wanken. Das ist auch gut. Greifen wir mal hier an. Und wir müssen aufpassen, dass wir machen mal hier Schaden auf alle. Wir müssen Wanken unbedingt auslösen. So. Kann ich den killen? Okay, der ist einmal gestorben. Schwächen wir die mal alle? Damit das nicht schon... Ah, Grief Karga schon wieder. Das ist so gefährlich. Konter natürlich auch und so ein Kram, ne? Heilungsresistenz. Oh Mist, und die kriegen so viel Bonuszugleiste und so. Das ist echt gefährlich. Jetzt muss ich ihn angreifen. Der kontert und provoziert. Ich habe keine Möglichkeit, provozieren zu entfernen. Und jetzt geht's wieder los, Freunde. Kann ich das entfernen irgendwie? Nope. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Wir werden keine Chance haben. Wir haben keine Chance, dran vorbeizukommen. Ich habe gehofft, ich kann wenigstens einen von denen killen. Aber ich kann nicht mal das. Ich lebe wieder. Jawohl. Und ist erst schon wieder weg. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde. Schaden auf alle. Sehr gut. Alle entblößt. Sidious steht bis zum Schluss. Sidious hier und Dooku drüben. Oh Mann. Oh, Heilige. Ach, du Heilige. Niederlage. Oh Gott. Na gut, Freunde, ihr seht's. Ich hab die unterschätzt. Ich hätte meinen Widerstand wahrscheinlich gegen die Rebellen reinschicken sollen. Und hätte dann hier oben eine andere Charaktere, wie heißt es hier, ich hätte da meine Rebellen reinschicken sollen. Ich hätte das nicht erwartet, dass die so gut stehen am Ende, dass die so heftig sind. Ich weiß ja, dass die heftig sind, ja, das weiß ich ja, aber dass die so heftig sind, hätte ich echt nicht gedacht. Ich komme da nicht mehr durch. Es kann natürlich sein, dass der jetzt einfach nur sich den letzten Kampf aufgehoben hat, um zu gucken, was ich mache und jetzt hier voll durchbricht mit seiner galaktischen Legende und dann noch unsere Schiffe wegpustet und dann gewinnt der gegen uns. Wir werden es sehen. Ich halte dich auf dem Laufenden, Freunde. Wir haben noch circa 6 Stunden Zeit für die Angriffsphase. Wenn wir gewinnen, wäre es cool. Dann kriege ich 750 Kristalle, ansonsten kriege ich nur 200, ja. Und außerdem werde ich dann zukünftig jeden Tag 220 Kristalle bekommen, wenn wir gewinnen, anstatt 200. Also es ist kein großer Verlust, jetzt hier zu verlieren, aber ich würde halt einfach gewinnen wollen, weil ihr wisst ja, ne, wir spielen ums Gewinnen. Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.